willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Video, wo ich mal vor meiner großen Kamera sitze und ein bisschen mit euch rede und euch Sachen zeige. Ich habe nämlich in letzter Zeit ein bisschen was geshoppt und den Sale so ein bisschen ausgenutzt. Ich glaube, zumindest nicht so krass wie manch anderer, aber ich habe so ein bisschen was geshoppt, wo ich nicht dran vorbeigehen konnte. Und ich habe mir zwei Sachen bei Shein aussuchen dürfen, deswegen wollte ich euch die Sachen jetzt mal zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Fangen wir mal mit der ersten Sache an, und zwar ist das dieses T-Shirt, was ich gerade trage. Das habe ich mir beim H&M gestern gekauft und wie schon in meinem letzten Haul gab es bei H&M einfach nochmal 20% auf den Sale. Und gestern waren einfach mal so viele Sachen da im Sale. Und ich finde die Aktion einfach hammergeil, weil ganz ehrlich, das lohnt sich nochmal krass. Also manche Sachen sind halt nicht so extrem runtergesetzt, so von 40 auf 20 zum Beispiel, gut, sind 50%, aber dann gibt es da auch nochmal 20% und das macht nochmal einiges aus. Aber das T-Shirt, was ich zum Beispiel gerade trage, hat eh nur 5 Euro gekostet, also könnt ihr euch dann einfach denken, was ich dafür bezahlt habe. Genau, und da musste ich direkt zuschlagen. Ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, aber wenn dann sowas da ist, dann ja, geht es auch mit mir mal durch, weil so krass zurückhalten kann ich mich dann auch nicht. Machen wir mal weiter, ist ein bisschen durcheinander, aber egal. Kann auch sein, dass das Video relativ ungeschnitten ist. Mein PC hat zurzeit leider so ein paar Problemchen. Also ich weiß nicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es bestimmt gesehen. Mein Ladekabel ist irgendwie durchgeschmort und deswegen kann ich meinen PC nicht mehr aufladen. Und deswegen muss ich mal gucken, dass ich nicht ganz so lange das Video schneide. Deswegen denke ich mal, wird das einfach mal so ein bisschen ungeschnitteneres Video. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Machen wir einfach weiter mit denen. Das ist zwar jetzt Lidl, also von H&M zu Lidl, aber die habe ich auch schon ein bisschen länger, habe ich euch auch auf Instagram gezeigt und dazu auch die Story erzählt. Also das war wirklich kriegsehrliche Zustände da im Lidl. Ja, die haben 6 Euro gekostet und passen mir nicht. Yay! Also ich wollte die eigentlich meiner Schwester andrehen, aber wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Vielleicht will die jemand von euch. Das sind einfach Schlappen. Ja, die habe ich jetzt einmal angehabt, sehen aber trotzdem aus wie neu. Also wie ihr seht, keine Ahnung, wo ich die anhatte. Schau mal, was da so krass sauber. Machen wir aber weiter nochmal mit. Ich habe hier ein T-Shirt dazugelegt, wo ich dachte, das wäre ein Kleid. Ich habe mir jedenfalls bei H&M so ein Strandkleid für 10 Euro in dieser Farbe geholt, aber keine Ahnung, wo es ist. Ich zeige euch eine Sache. Die ist so schön. Das ist, finde ich, das Schönste aus dem ganzen Haul. Es ist diese Jacke vom Primark. Und ganz ehrlich, Leute, die ist so schön. Ich weiß nicht, wie war das so, ich war, glaube ich, in der Stadt mit meinem Freund und wir wollten irgendwie zu den Toiletten in so einem Center und davor, da drin ist halt Primark und der kürzeste Weg ist durch den Primark und ich wollte gar nicht da rein und dann sind wir nur zu den Toiletten gegangen. Dann habe ich die Jacke da hingesehen und die gab es ja schon mal in rosa, auch mit silbernen Knöpfen und da war die sofort ausverkauft und ich dachte mir so, komm, wenn ich das nächste Mal da bin, kaufe ich mir die, aber nein, da gab es die nicht mehr. Und deswegen habe ich die jetzt hier in blau direkt mitgenommen, weil ganz ehrlich, so eine Jacke kann ich nicht einfach hängen lassen. Die kostet 30 Euro, ist aktuell und die gibt es auch beim Zara für 60 Euro. Und die ist wirklich 1:1 gleich. Ich habe mir die gekauft, bin danach beim Zara gewesen, beim Zara Sale. Und da hingen die aber nicht runtergesetzt. Und Leute, die Jacke ist so geil. Ich habe noch eine Jacke, die ist jetzt aber wirklich von Zara. Und zwar ist das so ein Parker. Vielleicht kann ich euch den angezogen einblenden, weil der ist ultra schön. Ich finde allein das Muster da drin, obwohl man das nicht sehen wird, das ist extrem schön. Und das ist halt einfach so ein langer, lockerer Mantel, Parker, keine Ahnung. Ist jetzt mal wieder eher was so für den Herbst, aber ich hatte das sogar schon an, weil hier in Deutschland ist es ja der Sommer einfach mal gar nicht mehr da irgendwie. Deswegen konnte ich den schon mal anziehen und ich liebe den. Der macht das direkt alles irgendwie so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen schicker, so ein bisschen eleganter und stylisch. Auf jeden Fall stylisch. Und der hat 30 Euro gekostet, glaube ich. Und war von 60 Euro runtergesetzt. Und der ist so schön. Und ich liebe Jacken. Weil man kann einfach voll einfache Sachen anziehen. Ich ziehe dann einfach ein weißes T-Shirt darunter an, chillige Hose und dann einfach diesen Mantel. Weil ich weiß, dass ich den Mantel jetzt nicht groß am Tag ausziehen werde. Und dann sieht man schon voll gestylt aus. Und weiße Sneaker auf dem Mantel sind. So, wo machen wir mal mit weiter? Primark. Alles kreuz und quer. Da habe ich dieses Hemd hier gekauft. Das habe ich schon was länger, aber ich habe es letztes noch da gesehen. Also dachte ich mir, zeige ich euch mal. Das ist einfach so ein Jeanshemd. Und ich finde das super, super schön. Das ist einfach chillig. Das geht bis über den Po. Also könnt ihr mit einer Leggings tragen. Und ja, finde ich, ist auch einfach so ein entspanntes Outfit. Aber irgendwie auch, ja, man sieht halt
nicht so 0815 aus, finde ich jetzt zumindest. Dann habe ich gestern im H&M Sale, ich habe doch nicht nur drei Sachen gekauft, wo ist denn Achim? Ich habe im H&M Sale noch was gekauft. Und zwar das hier, das habe ich schon in schwarz. Da ist hier so eine Stickerei drauf. Das gab es ja noch in rosa, aber leider nicht in meiner Größe. Da muss ich mir halt noch einen trägerlosen BH kaufen, weil man sieht halt sonst hier die Träger. Ist an sich nicht schlimm, aber es sieht halt einfach stimmiger aus, wenn man keine Träger sieht. Es hat einfach nur 5 Euro gekostet mit den 20% noch dazu. Hat es keine Ahnung, wie viel ist das überhaupt? Ja, 4 Euro hat es gekostet. Genau, das habe ich mitgenommen. Ich habe das halt in schwarz, es gab noch ein rosa. Ein rosa fand ich das am Anfang sowas von schön, aber mir hat es einfach nicht gepasst in der Größe. Deswegen habe ich einfach ein weiß mitgenommen. Habe ich noch so eine weiße Shorts hier mitgenommen, die habe ich schon in Khaki-Farben. Die hat 7 Euro gekostet und ich stelle mir die schon richtig geil im Urlaub vor. Einfach mit einem schwarzen T-Shirt oder so, ganz schlicht. Ich ziehe sowas auch eigentlich nur zum Strand an oder wirklich im Urlaub, also ich will jetzt nicht in die Schule oder sowas gehen. Oder halt auf die Arbeit. Genau, 7 Euro für am Strand. Macht auf jeden Fall mal ordentlich braun, denke ich. Und ich liebe sie jetzt schon. Und was auch noch ordentlich braun macht, ist diese Farbe hier. Aber die ist wirklich nur für den Strand. Also da würde ich auch nicht abends mit auf die Strandpromenade, glaube ich, gehen. Oder einfach so ein bisschen shoppen. Und im Urlaub würde ich damit auch nicht gehen, glaube ich zumindest. Die macht richtig krasse braune Beine. Die hat, glaube ich, auch 7 Euro gekostet, ja. 7 Euro für einfach an Strand chillen. Die musste ich mitnehmen. Ich bin jetzt schon voll im Urlaubsfeeling. Dabei müssen wir einfach noch 5 Wochen warten. Und alle drumherum um mich herum fahren schon in Urlaub. Und ich darf hier bei dem geilen Wetter zu Hause sitzen und arbeiten. So, dann kommen wir mal zu den Sachen von Skienzeit. Da habe ich mir diese Bluse hier dieses Jeanshemd hier ausgesucht. Und das sieht einfach mal sowas von chillig aus. Ich wollte schon voll oft oder voll lange mir so ein Hemd mal gekauft haben, aber immer waren mir die zu teuer. Die sind halt so ein bisschen, ne, verfranst und richtig cool, finde ich zumindest. Ist nicht jedermanns Sache. Und das ist aber auch nicht zu krass. Also, wir hatten schon Sachen bei Primark gesehen, da hättest du einfach auch gar nichts anziehen brauchen. Das war so krass zerfetzt. Hier geht es noch, finde ich, total klar. Also, ja. Und das ist auch ein richtig dicker Stoff. Das habe ich mir beim Skienzeit ausgesucht. Ich verlinke euch die Sachen unten in der Infobox. Ich setze euch den Link da rein. Und ja, ich habe das bis jetzt noch nicht an, weil ich wollte es noch waschen. Aber da ich mir unterm voll bin, habe ich es noch nicht gewaschen. Und deswegen liegt es noch in der Gegend rum. Und dann etwas, das habt ihr schon auf meinen ganzen Instagram-Fotos gesehen. Es hat einfach meine Fotos so krass aufgepeppt. Und ich habe mich auch richtig oft danach gefragt. Das ist hier das hier. Das ist eigentlich ein Strandlaken, also so ein rundes Strandtuch. Ich habe auch schon in den Bewertungen vorher auf Skienzeit gelesen, dass das halt eher so wie Seide sich anfühlt. Es ist auch sehr dünn. Also ich würde es jetzt, glaube ich, mal mit an Beach nehmen, wenn man jetzt Fotos machen würde. Aber da ich eh kein Beachbody habe, mache ich damit wahrscheinlich auch keine Beachfotos. Aber man könnte es theoretisch mitnehmen und sich darauf chillen. Also es sieht bestimmt schön aus. Aber wirklich zum Abtrocknen oder als Handtuch würde ich es jetzt nicht benutzen. Ja, und das habe ich mir da auch noch ausgesucht. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Ich glaube 12 Euro. Und da gibt es halt noch mehrere von, also andere Farben. Und ich finde das so ultra schön. Ich werde das wahrscheinlich hier vors Sofa legen. Weil ich finde, das passt jetzt super hin. Und ja, vielleicht werde ich es einfach für Fotos benutzen. Und bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ich finde es sogar cooler, dass es diese Qualität hier hat, also diesen Stoff, als dass es einen Handtuchstoff hat, weil... Keine Ahnung, das ist doch einfach irgendwie cooler. Da kann man das wenigstens auch ins Wort überlegen, ohne dass es aussieht, als wenn man irgendwie balla ist. Ihr merkt schon, ich bin heute auch so ein bisschen neben der Spur. Aber hallo, es ist Sonntag. Eigentlich bin ich Sonntag immer so. Aber heute bin ich so voll aufgedreht. Kommen wir zu den letzten zwei Teilen. Und zwar habe ich mir das vor kurzer Zeit gekauft. Bei der lieben Inga. Und ich wollte euch das unbedingt zeigen. Ich werde das jetzt mal gleich nah einblenden. Das sind zwei Armbänder. Und ja, die habe ich mir bei Inga auf der Internetseite bestellt. Beziehungsweise selber zusammengestellt. Da könnt ihr euch nämlich selber entscheiden, wie ihr die Armbänder haben wollt. Was ihr für Anhänger haben wollt. Natürlich, welche Buchstaben ihr haben wollt. Ihr könnt sogar auch gar keine Buchstaben auswählen, sondern nur Anhänger. Und ihr könnt auswählen, wie viele Herzen da dran sollen. Welches Farbe, also Silber. Welches Farbe? Silber, Roségold oder Gold?
Genau, und die Armbänder sind so wunderschön. Ich liebe solche schlichten, filigranen Armbänder und ja, ich verlinke euch Ingas Seite auf jeden Fall unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Ich habe euch fast vergessen, diese Schuhe hier zu zeigen. Die habe ich bei ASOS gekauft für 20 Euro, so eine auf Espadrilles, außer dass die halt hier vorne offen sind. Und die schnürt man hier an den Beinen so hoch. Ich zeige euch das am besten von dem Bild von ASOS. Die sehen auch in echt genauso aus. Und die gibt es auch noch in Rose Gold Glänzen. Vielleicht werde ich mir die für Ende des Sommers noch holen, für nächsten Sommer oder so. Und ja, die wollte ich euch noch gezeigt haben. Hier liegt nichts mehr, das heißt, ich bin fertig mit meinen Sachen zeigen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir noch gerne einen anderen Boden. Ich wollte eventuell noch so ein Makeover vom Schlafzimmer machen, aber das wird wahrscheinlich noch einige Monate dauern. Erstmal, was machst du? Ich bin ja nicht im Film, oder? Du bist im Film! Im Film! Was auf jeden Fall noch online kommt, ist das Makeover von unserem Balkon. Der ist echt richtig gemütlich geworden und das wollte ich euch unbedingt zeigen. Aber da fehlt auch noch eine Bepflanzung. Wenn man ein einziges Mal in der Woche ein Video dreht und der Freund einen direkt abfuckt. Ach so! Wenn ihr das Video hier gerade mögt, ne? Also ihr könnt mir gerne noch folgen hier auf YouTube, weil ich stehe kurz vor meinen 5000 Abonnenten. Ich weiß, eigentlich ist es für die meisten hier auf YouTube einfach nichts, aber für mich ist das ganz viel. Das bedeutet für mich ganz viel Liebe von euch und deswegen, ja, freue ich mich über jeden neuen Abo. Tschüss!